Ja, wir stehen hier im Zielstadion der Junioren-Weltmeisterschaft 2023 in St. Anton am Adelberg und es ist definitiv angerichtet für ein großes Sportfest. Es war jetzt ziemlich eine lange Zeit der Vorbereitung. Um eine Weltmeisterschaft zu organisieren, braucht es viele motivierte Menschen und ich glaube, wir haben das weltweit beste Team, das man für so eine Aufgabe überhaupt haben kann. Natürlich das Herzstück wird immer bei solchen Veranstaltungen die Piste sein. Also es ist ein bunter Strauß an Aufgaben, die es hier zu bewältigen gibt. Aber wie das Ganze ausgehen wird, werden wir jetzt sehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz laut werden, weil jetzt kommt Österreich. Erster Platz, Punktgabe für Platz. Geht sich das aus oder nicht? Nein, es geht sich knapp nicht aus. 300 Hunderten hinter Bodenen. Und es geht sich ein Podestplatz aus. Platz 3. 35 Hunderten. Great job, girls. Vorsprung 83 Hundertstel.